Und herzlich willkommen zu meiner 21. und deshalb weiteren Folge Kick, also nicht Kick, sondern Beat the Boss 3. Let's talk mit dem AppDroid 21. Und wir sind dabei stehen geblieben, dass wir 1120 Münzen haben. Ja, und die kleinen Kinder, die gucken uns immer noch zu. Haben die denn keine Hobbys? Anscheinend nicht. So, Aufgaben. Beat the Boss. Töte den Boss 30 Mal. Lang lebe der König. Besiege einen gekrönten Boss. Waffenmeister. Töte den Boss 6 Mal mit Steinschleuder. Und das tun wir jetzt gleich auch mal. Dahin, dahin. Ich wollte irgendwas offline machen. Ich wusste es. Irgendwas war das. Aber was, verdammt Scheiße. Ich wollte gucken, was wir upgraden sollten. Genau. Es ist gerade mal 10 Minuten her. Und ich hab's vergessen, was wir machen wollen. Naja. Na komm, steh auf, los, hopp, boom, 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 boom. Na lecker, erstmal einen abgedrückten, bisschen Land dabei, ein Haufen Klümpchen Scheiße, ne, muss sein. Oh, wo schieße ich dann hin? Muss man näher dran, ey. Ja, ein Klümpchen Scheiße wieder. Sechsmal Steinschleuder. Ach du Kacke, ne. Ei, ei. So. Ich mach das jetzt mal auf die Art. Weil. Das dauert mir dann doch zu lange. Deshalb. Wie belebe ich den Boss halt einfach wieder? Macht sehr wenig Schaden. Also sehr wenig Geld. Klar. Okay. So. World X jetzt spielen. Nein. Aber es gibt keine neuen Werbungen. Hab genug Werbungen bekommen. Also, auf jeden Fall gibt es da so eine App. Das ist keine App, das ist so eine Installationsdatei von. Es ist wahr. Ich habe es probiert auf meinem Handy. Von. Clash of Clans cheaten und zwar ohne Routing, also kein Routen, kein gar nichts. Es ist einfach eine APK, heißt es APK Datei, die man installiert auf dem Handy oder Tablet und dann hat man einfach das Spiel Clash of Clans gecheatet. Man kann sich einfach so viel Geld cheaten, wie man will. Aber das ist ziemlich einfach zu verstehen. Und Schwarzpulverchen.
So, das haben wir endlich geschafft. Und da hinten haben wir wieder fast eine Mission geschafft. Aber da kommt gleich wieder die nächste rein. Und ich sag euch, das wird ziemlich schwer. Es wird sich auf das Lösungswort, du hast die weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird es Geheimnisse irgendwas heißen. Aber ich will noch nicht so viel verraten. Ich denke mal, es wird so 200 Missionen geben. 200 Missionen oder 150, ich weiß es leider gar nicht. Aber es wird auf jeden Fall noch eine schöne Zeit mit euch. Das Spiel, das dauert noch ziemlich lange. Jetzt habe ich das erste, worauf ich mich jetzt erstmal gefreut habe, ist, dass ich eine neue Map habe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So eine Zeitbombe, wie die. Das ist schon wieder tot, ey. Da ist sie schon wieder tot. Jetzt will ich mal testen. So, eine Zeitbombe. Da steht es ja richtig drauf. Jetzt habe ich leider. Ja, das ist es halt. Ja, gut. Und jetzt nehme ich mal. War das das Feuerwerk, was so? Scharfe Soße war das. Das macht auf jeden Fall mehr Schaden. Also mehr Geld, meine ich. Weil das fließt ja schon fast an Geld. Ah, jetzt fällt sie sogar noch um. Und die Kinder, die freuen sich, wenn sie stirbt, ey. Was ist das nur für eine Jugend heutzutage, ey? Ui, schönes Wäldchen. Ihr müsst euch echt mal, wenn ihr euch der Videos anguckt, echt mal vielleicht abonnieren oder so. Das wäre echt richtig freundlich von euch. Weil ich habe auch kaum so richtig die Abonnentenzahl, die ich mal gerne erreichen will. Ich habe aber dafür noch nicht die passenden Medien. Sagen wir es so. Ich besitze ein ganz geiles Tablet, aber das ist so das Einzige. Deshalb will ich mir bald irgendwann in meiner späteren Lebens Bahn, wenn ich einen Job und so habe, natürlich, ich lerne euch jetzt erst noch mal etwas, macht euch erst eine schöne Ausbildung, habt alles, was ihr braucht, ein schönes Auto, nein, nicht unbedingt ein schönes, aber ein Auto, Familie, alles drum und dran, eine gute Ausbildungsstelle, wo ihr was werdet, was Gutes. Und wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr auch mal über irgendwas nachdenken, was euch Spaß macht. Mir würde Spaß machen, andere Let's Plays, richtige Let's Plays zu machen und zu werden wie, ja, natürlich nicht so berühmt, aber sowas Ähnliches wie Gronkh oder Pete's Meat oder diese ganz bekannten, aber halt auch nicht so bekannt, ne? Dass ich schon etwas werde von manchen Leuten, aber dass ich nicht so in die Öffentlichkeit gezogen werde. Weil die sind ja echt ziemlich öffentlich schon.
Also die da so wenig Privatsphäre, wie die noch haben, das würde mir nicht so unbedingt, würde ich nicht so unbedingt wollen. Bin ich echt schockiert. Aber jeder mag es so, wie er es selber für richtig hält, und das finde ich auch in Ordnung. Dass es so ist. Sonst wäre das ja keine richtige Welt, ne? Sardinenkanone. Muss ich. Okay. Ja, 4500. 2200 habe ich. Auf jeden Fall macht das, glaube ich, sogar mehr Schaden als so manch anderes. Die scharfe Soße habe ich ja schon abgegradet. Das ist ja mein Vorteil, dass da keine Kosten mehr entstehen. Und naja. Jetzt werde ich erstmal 4500 sparen. Es kann sein, dass ich genügend mal wieder von diesen Teilen habe. Aber es sieht schlecht aus. Aber bei dem Schießpulver kann ich schon mal sowas dran verkaufen. So, das Schießpulver, gucke ich mal, was man da so. Ja, gut, jetzt habe ich eins zu viel verkauft, aber das kriege ich schon noch rein. Die könnte ich zum Beispiel jetzt schon machen. Und die noch nicht. Die auch noch nicht. Die könnte ich auch schon machen. Habe ich auch schon genug Geld. Da bin ich fast dran an der Waffe. Fehlen mir nur noch 48 insgesamt. Mir fehlt nur noch eine Erdnuss und sonst nichts mehr. Gut, aber ich brauche jetzt zuerst die Sardinenkanone für 4500. Fehlt mir noch knapp 1100. Schon wieder tot. Noch 1000. Noch 900. Und Schwarzpulver. Wie gesagt, ich krieg das wie ein en masse. Ich habe es eben gerade aus Versehen zu viel verkauft und schon habe ich es wieder drin. Also, es ist echt schon was sehr Feines, wenn man so über nachdenkt. So, aber ich denke noch über was ganz anderes nach. Für manche vielleicht schade, aber vielleicht auch ganz gut. Nämlich sage ich mit diesem Satz, dass die Folge rum ist. Das ist die Folge ist rum. Eigentlich glaube ich schon wieder viel zu lange her. Ich wollte 10-Minuten-Folgen am Anfang machen. Das werden schon 15. Das. Naja, gut, 15 werden es wahrscheinlich so. Ich habe kein Zeitgefühl, sorry. Aber ich denke mal, es sind 2 Stunden Aufnahme. Nein. Es sind so. Ich denke, es sind so 14 bis 15 Minuten. Oder 11. Ich weiß es echt nicht. Also, da bin ich echt schlecht im Schätzen. Aber da die Folge jetzt schon so lang geht,
nützen 3 bis 4 Minuten jetzt auch nichts mehr. Deswegen spiele ich noch bis 4000 hoch. Und dann nerv ich euch nicht weiter, dann höre ich nämlich auf. Auf jeden Fall wird das hier eine ganze Reihe. Beat the Boss wird eine ganze Reihe zu spielen. Und ich werde alles machen. Ich werde alle Missionen schaffen. Irgendwie schaffe ich die schon. Auch wenn sie am Ende ziemlich schwer sind. Naja. Bisschen warten. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich dann auch mal von euch. Ich hoffe, diese Folge hat euch auch Spaß gemacht. Denjenigen, die das gerne gucken von mir. Ansonsten könnt ihr mich gerne abonnieren. Sogar sehr, 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 sehr gerne. Oder lasst ein Däumchen da. Und dann sage ich tschüss, bis bald, haut rein. Habt Spaß dabei, noch bei anderen YouTubern zu gucken. Und meine Website verlinke ich auch nochmal in der Beschreibung in der Folge. Und bis denne. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Zu viel auf einmal, ich weiß.